Schön in den Slot, da läuft er nochmal rein und zieht ab. Und werden wir hier die Wiederholung sehen. Da bleibt er hängen auf der anderen Seite jetzt, Lamoureux. Ritter, schön rübergelegt und nochmal der Querpass. Und das Tor. Über drei Stationen. Das 1:0 für die Gäste. Lamoureux bringt die Scheibe über die Linie. 1:0 für Dresden. Und da zeigt er wieder seine Klasse, auch wenn es für Nordamerika nie gereicht hat. Und da gibt es einen Check, die Strafe gegen die Gäste. Und es gibt einen Fight-Upleger. Gegen Eisenmenger. Und der Löwenspieler, der da den Check einstecken musste, kommt da langsam wieder hoch. Aber die Ärzte schauen sich das mal genauer an. Eisenmenger an den Platz. Hier sehen wir den Check nochmal an die Bande. Und Luis Schinko geht direkt in die Kabine. Und da ist der Ausgleich. Steve McAuley sucht sich die Ecke und schweißt die Scheibe da ein. 1:1. Einundzwanzigstes Saisontor für rein zu chippen, aber Helenius zur Stelle. Hier sehen wir nochmal Alter an Kevin Lavallee ab und der rettet da auch in letzten Tor. Und die Scheibe aber jetzt gefährlich, da ist sie frei und er macht in den zeigenden Tor rein. Das 2:1, ganz kurios. Der will erklären, weit und breit kein Löwe, hat er alle Zeit. Und trifft die Scheibe nicht richtig, wie bitter. Robbe Ranta wird das Tor gut geschrieben, 2:1. Kein Bein stellen und es hält der Ausgleich. 2:2. Da die Szene, die lässt der Schiedsrichter weiterlaufen und dann kommt Polen mit dem direkten Schuss, ziemlich trocken. Auf der Stockhandseite geht die Scheibe ins Netz. 22. Tor für Peter Pohl. So, bei mir Timo Biermeier. Thomas Biermeier, Entschuldigung. 30 Minuten sind gespielt, 2:2. Wie ist bislang dein Fazit zu dem Spiel? Ja, müssen wir wieder mal auf der Strafbank bleiben. Da gewinnen wir noch kein Spiel. Die Frankfurter haben super Überzahl. Das müssen wir am besten zunichte machen, indem wir von der Strafbank wegbleiben. Aber so, glaube ich, geht es hin und her. Jeder ist am Drücker. Jetzt freuen wir auf die nächsten 30. Haben wir so ein kurioses Tor wie beim 2:1 für Frankfurt miterlebt? Ja, es passiert, mein Gott, es macht keine Absicht nicht. Aber wir müssen es als Team zusammenhalten. Scheißegal, jeder macht Fehler, Eishockey ist ein Spiel, da passieren Fehler. Aber wir haben es wieder ausgeglichen und daher steht 0:0. Und jetzt geht's weiter. Viel Erfolg dabei. Ciao. Danke. Romperanta versucht er zu retten. Und
Das Tor für die Gäste, 3:2. Da springt die Scheibe, Ritter auf den Schläger und die Scheibe wird über die Linie buxiert. Und jetzt leider nicht sehen, wer es war. Nick Buat. Die Scheibe dann tief zu Mitchell. Oh, McAuley! Mit dem 3:3. Da will er erst den Pass spielen und dann wartet er und zieht dann doch aufs Tor, direkt ins Eck. Weil das Tor vorhin für Dresden wohl nicht gegeben, weil die Scheibe auf dem Tor lag und Toni Ritter jetzt hier mit einer Breakmöglichkeit und da macht er es eiskalt, das 4:3. Im Solo bringt er die Eislöwen nach vorn. Keine Chance für Jimmy Hart. Hunter, Lewandowski. Versucht er ans lange Eck nach vorne. Faber, Hunter. Hunter! Hält einfach drauf. Der Ausgleich in Überzahl. 4:4. Den sieht er ganz spät, Helenius. Keine Chance. Operanta mit dem 29. Saisontor und das zweite am Hof. So, 11 Minuten 16 sind noch zu spielen. Bei mir ist Max Faber. Bislang dein Fazit zu diesem Spiel? Ja, wir spielen bisher nicht unser Spiel. Das haben wir auch gerade in der zweiten Drittelpause analysiert. Wir müssen einfach unser Spiel spielen. Dann denke ich, werden wir besser als Dresden sein. Und ja, wir haben jetzt noch 11 Minuten, steht 4:4, unentschieden, 0:0, also wir haben die besten Vorzeichen. Bislang mit deiner Leistung zufrieden, 2 Assists heute? Ja, das ist mir egal, ich will das Spiel gewinnen und Tabellenführer sein. Alles klar, dann hoffentlich klappt das und viel Erfolg noch in den kommenden 11 Minuten. Freiburg, da steht es 2:2. Und da ist die Führung für die Löwen, Manuel Strodel hält drauf. 5:4. Hanusch. Lamerol. Boel macht den Ausgleich! Das zweite Tor für Peter Pohl am heutigen Abend. 27 Sekunden vor Ablauf der regulären Spielzeit steht es 5:5. Und es passt zu diesem Spiel. Da haben sie den Tschechen im Slot allein gelassen. Nick Hurt steht da auch noch direkt vor Hertel, der da wenig sehen kann. Und großer Bogen von außen. Was hat er drin? Und er macht ihn! 1:0 im Penaltyschießen.
platzierter Schuss. Nick Earth versucht es jetzt mit dem dritten Anlauf für die Gäste gegen Jimmy Hertel. Und er verzockt sich da. Die Löwen holen sich den Extrapunkt, bleiben Tabellenführer und es entscheidet sich alles. 28 Jahre alt und bei den Löwen. Es ist Stephen McCauley. Ja, sehr auffälliges Spiel auch heute. Und für beide gibt es was zu trinken. Die nächsten Spiele am Sonntag. Bei mir ist Jimmy Hertel. Du hast heute den Sieg festgehalten im Penaltyschießen. Das war ein verrücktes Spiel. Dein Fazit dazu? Ja, definitiv verrückt. Ich weiß ja nicht, wie der Tabellenstand im Moment ist, ob uns das gereicht hat, die zwei Punkte. Da kannst du mir vielleicht mehr sagen. Ich hoffe, es hat gereicht. Ja, mehr kann ich da im Moment nicht zu sagen. Also momentan seid ihr 3 Punkte und knapp 20 Tore vor Freiburg. Müsste doch eigentlich mit dem Teufel zugehen, oder? Okay, ja gut, 20 Tore, das werden wir schaffen. Ja, dann ist natürlich umso schöner, dass wir den Sieg dann nach Penalty geholt haben. Hätte irgendeiner vor dem 14.12. damit gerechnet, dass ihr am Ende der Hauptrunde ganz oben steht? Ja, wir selbst. Wir haben uns gesagt, das Spiel kann Wendepunkt für die Saison sein. Ja, und wir haben das dann gewonnen, auch damals im Penalty-Schießen. Und das hat, glaube ich, die Saison für uns gedreht. Und das war ganz, ganz wichtig, haben wir das Spiel damals gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Jimmy, und viel Erfolg für die Playoffs. Danke, danke. Radio Bob und die Löwen Frankfurt rocken die Liga.